Also mein Name ist Wolfgang Schattauer, ich komme aus Wien 23 aus Liesing und starte für den ABSV Wien. Ich habe im Juli 99 einen schweren Unfall gehabt beim Radtraining, bin seitdem querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Ich betreibe Handcycling, das ist eine Radsportart, wo man mit einem dreirädrigen Fahrrad mit Handkurbelantrieb unterwegs ist. Ja, also wir fahren verschiedene Distanzen, meistens Zeitfahren zwischen 10 und 20 Kilometer und die Straßenrennen zwischen 30 und 50 Kilometer. Zum Behindertensport bin ich dann relativ rasch gekommen. Ich habe gewusst, dass es Handcycling-Bewerbe gibt und habe auch kurz geglaubt, ich kann vielleicht wieder Triathlon machen. Nur das hat sich dann aufgrund der fehlenden Funktionen schnell erübrigt und ich bin froh, dass ich also Handcycling in dieser Form auf diesem Leistungsniveau betreiben kann. Warum? Ja, es taugt mir erstens einmal, mich zu bewegen. Ich bin eher ein Naturmensch, das heißt, ich bin gerne im Freien, also ich würde nicht gerne Tischtennis spielen zum Beispiel oder Tennis spielen. Ich komme herum, bin eigentlich bei jedem Wetter, fast bei jedem Wetter unterwegs und kann dadurch auch meinen Körper abhärten. Ich kann also mit anderen nicht behinderten Radfahrern mittrainieren, wenn sie auf mich warten in gewisser Weise und ich fühle mich, wenn ich im Handbike sitze, nicht behindert. Meine größten Erfolge im Behindertensportbereich waren der Gewinn der Goldmedaille bei den Paralympics in Peking 2008. Vorher bin ich schon zweimal Weltmeister geworden und konnte diese Erfolgsserie auch 2009 und 2010 mit insgesamt 2 Goldmedaillen und 3 Silbermedaillen fortsetzen. Also meine Vorbereitung für London wird so ausschauen, dass ich also mit dem Ausdauertraining im Freien bzw. je nach Witterung auch auf der Rolle zu Hause beginne und das dann langsam steigere, wobei ein Trainingslager im Februar, März für 2 bis 3 Wochen in Gran Canaria fix eingeplant ist. Also ich fahre im Jahr ca. 17.000 Kilometer mit dem Handbike, heuer bis jetzt seit Januar 13.000. Also ich hoffe, dass ich das auch im nächsten Jahr durchziehen kann. Meine Ziele für London sind definitiv 1 oder 2 Medaillen bei den Einzelbewerben, wobei natürlich schön wäre, den Titel von Peking zu verteidigen.